So, Schattenstahl wird ja genug kommen. Gold müssen wir mal gucken. Die gehört jetzt uns. Wenn wir euch besiegen, was kriegen wir dafür? Nichts. Dann ist mir das nicht gut genug und wir gehen nachher hoch. Einmal hier hoch gucken und dann erobern wir den da rechts, ne? Das muss ja die Zuflucht sein, von der geredet wurde, oder? Stand ja kein Name hinter. Weder meiner, noch eurer. Wir haben Holz gefunden. Das ist praktisch. Das ist sehr gut. Dann können wir jetzt das Kapitol ausbauen. Sehr schön. Okay, das wird genug Gold geben für die nächste Zeit. Das heißt, du kannst schon mal vorangehen. Denn jetzt haben wir Gold, um sie die Leute bringen zu lassen. Oh. Naja gut, es sind nicht allzu viele Leute, aber wenigstens ein paar. Du ziehst los, gibst ihm die Mannen in den Hintern. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Und dann geht er einfach mal hoch. Ich will ja wenigstens gucken, was da oben ist. 3 neue Talente können wir noch vergeben. Das machen wir jetzt einfach mal. Also, du hast Malassas Schleier schon mal ziemlich gut durchgekriegt. Feindkreaturen leisten ihre Gegenwehr mit 0 Angriff, wenn sie von einer verbündeten Kreatur ideal gemeuchelt wurden. Ah, und da wir immer ideal meucheln, wäre das ganz praktisch. Rauchbombe, üble Ausdünstung. Bei verbündeten Kreaturen mit Verschleiert richtet jede einzelne Kreatur in der Einheit 1 Schaden an, wenn sie durch eine Feindkreatur ziehen. Nee, ich nehme das. So, das war schon mal gut. Dann wollte ich eigentlich Luftmagie, aber Luftmagie haben wir nicht. Kriegsgeräte, wurde mir gesagt, ist sowieso nicht so wichtig. Die steigen wohl auch so. Führung brauchen wir nicht. Schlachtrufe mache ich sowieso nicht. Machen wir Erkundung. Was kriege ich dadurch? Bewegung plus 1. Außerdem Grabschen, Heimatboden oder Navigation. Nee. Erdmagie, Primärmagie, Diplomatie, Ökonomie. Dunkelmagie. Macht Dunkelzauber wirkungsvoller und steigert das arkane Wissen des Helden um 1. So. Jo, auf geht's. Ich glaube, da sind auch Bogenschützen bei. Von daher müssen wir aufpassen, was wir machen. Ja, 41. Jetzt nicht mehr. Pause. Genau, denn die beiden sind jetzt dran. Es war ganz gut, dass wir die Pause eingelegt haben. Du gehst auf die da. Perfekt. Wir büßen immer an Koordination ein. Wie kommt das denn? Sehr schön, das werden auch immer weniger. Was, sind die schon tot? Tatsache. Er hat wieder zweimal zugeschlagen, weil die keine Gegenwehr mehr hatten. Top. Holz, ist das schön. Oh. Gott. Es erfüllt mein Herz mit Freude. Lich. Noch mehr Liche. Nee, nicht unbedingt. Ich will wenigstens mal gucken, was hier oben ist. Bevor wir uns dem Rest widmen. Oh. Hier gibt es einiges an Holz. Und hier gibt es auch ein Sägewerk. Oh, wie schön. Das holen wir uns erstmal. Aber dann sollten wir wirklich in den Norden gehen und erstmal die Zuflucht holen. Gelbtal. Nee, das sollen wir erobern. Diese Zufluchtfestung. Und diese Akademiefestung. Und was bist du? Viel ist nicht in der Garnison, aber er hat noch ein bisschen was dabei. Ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine richtige Festung. Und die holen wir uns. Da bin ich mir sicher.
Gut, Minotauren, kommen mit. Können wir noch irgendwas bauen? Jetzt, wo wir Holz haben, bestimmt. Nicht genügend Rohstoffe. Wir brauchen 10 Erz, aber kein Holz. Das ist doch top. Dann können wir das Holz für euch verwenden. Ihr braucht auch kein Holz. Das ist noch besser. Jetzt haben wir Holz. Was macht ihr? Ihr macht nichts. Ihr seid toll. Wer nichts macht, ist wunderbar. Ist mein Freund. Nummer 1. Yep. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich schon wieder viele, viele Fehler mache. Ihr werdet mich auch in den Kommentaren steinigen, dass ich so lange gebraucht habe, um das Kapitol auszubauen. Aber hey, das ist Heroes. Genau, weg mit ihr. Sehr gut. Ihr kommt nicht ganz ran da. So, das wird's gewesen sein. Top. Endlich haben wir ein Sägewerk. Ist das schön. Die Piratinnen brauche ich nicht. Jetzt bauen wir erstmal aus. Halt. Weiterbauen. Die Schattenschleicher, die Läuferschmiede. Die nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Denn die brauchen wir nachher in unserem genialen großen Kampf. Hier geht's auch nicht weiter. Mensch, haben wir die Karte denn so weit erkundet, dass nur noch die eine Garnison übrig ist? Oder müssen wir dann von dieser Menschenfestung aus nach Süden? Das kann auch sein. Ach, tötet 4. Die kommen sowieso nicht rüber, also bleiben wir erstmal hier. Oder? Nö. Das waren die. Und das waren die. Ha, er kommt nicht weiter. Pause. 5. Oh, die hatten eine schlechte Moral. Wodurch das wohl kommt? Viele Freunde verloren. Daran wird's liegen. Geschafft. Wahnsinn, wir steigen hier ein Level nach dem anderen auf. Noch ein Sägewerk. Oh. Dafür müssten wir nur gegen euch kämpfen. Machen wir doch. Hallo, meine Freunde. Der Volksmusik und modernen Unterhaltung. Auf wen gehen wir denn zuerst? Erstmal die da. Dann gehen die baden. Sehr gut. Dann diese hier. Und zu guter Letzt die da. Die sogar noch eine Runde überleben dürfen. Nein, bin ich nett. Tja, leider dürfen Minotauren zuerst zuschlagen. Hat sie nicht mit gerechnet. Super, den Markt brauche ich nicht, den Handelsposten. Und da ist die Garnison. Da könnten wir eigentlich durchpreschen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon will. Ich hole mir jetzt erstmal die untere Festung. Wo ist der Durchgang da? Und wir bauen hier weiter aus. Hm, aber was? Noch eine Magiergilde? In der Hoffnung, irgendwann mal den Kettenblitz zu bekommen. Der mega geil ist. Absolut. Unübertroffen geil. Geh mal raus aus der Festung. Denn er kommt gleich, holt sich die Leute ab, stuft seine Leute auf. Ganz besonders wichtig. Euch können wir nicht aufstufen, weil uns die Drachenblutkristalle fehlen, was nicht unbedingt das Problem sein soll. Tja.
Tada! Bessere Minotauren, die jetzt auch noch richtig geil aussehen. Top, die Watte quillt. Wenn wir dann die Festung nicht kriegen, weiß ich auch nicht. Wir haben geil aussehende Minotauren. Hallo? Das ist top. Jetzt fehlen mir allerdings die Drachenblutkristalle und die roten. Drachenstahl. Machen wir Befestigung Stufe 2. Oder? Nee. Ich muss für die Vermehrung von Kreaturen sorgen. Ich will die Vermehrung von Medusen. Der Schlangenturm. Und gleich ist die Woche rum. Bis dahin will ich neue Leute haben. Was brauchen wir für dich? Auch nochmal 5 Drachenblutkristalle. Das ist ganz schön teuer, Leute. Finde ich nicht gut. Jetzt verstufen wir alle auf, gucken dann, wie viel noch übrig ist. 6000. Das reicht nicht, um die 9 Leute zu kaufen und euch aufzustufen. Also lasse ich das jetzt erstmal so. Bau vielleicht noch euch aus. Oder doch euch. Okay, schaffen wir uns die Leute an. Und dann ziehen wir los. Ach, euch habe ich noch gar nicht. So, das reicht aber nicht ganz. Ich muss noch mal ein bisschen was eintauschen. Brauche ich im Moment eh nicht. Erst wenn ich wieder an der Oberfläche bin und die nächste Festung habe. Hauptsächlich Fernkämpfer. So. Du ziehst los in den Kampf. Auf in den Kampf, die Schwiegermutter naht. Immer noch 2 neue Talente. Oje, Dunkelmagie. Verzweiflung und Schwäche. Vermindert die Mana-Kosten. Seelenernte. Immer wenn der Heldenangriff mindestens eine Kreatur tötet, erhält der Held 20 Mana. Das ist nicht schlecht. Verzweiflung und Schwäche. Machen wir das. Dunkelweisheit. Das hört sich schon besser an. 4 mehr Magie. Aber ich kann mit Dunkelmagie nicht wirklich umgehen. Hallo, mein Lieber. Ich muss dich angreifen. Habe ich vorhin gelernt. Auf geht's. Oh, meine Liebe. Entschuldigung. Ich wollte dich jetzt nicht unbedingt männlich machen. Sehr gut. Er ist gerade mal Stufe 8. Er hat uns gar nichts entgegenzusetzen. Nee, du wartest noch. Du könntest auch angehen, aber du wartest auf den da. Und du könntest fast alle erledigen, aber du wartest auch auf den. Und wir gehen weiter auf den. Sehr gut. Oh nein, er hat mir Schaden zugefügt. Gut gemacht. Ich weiß nicht. Von vorne will ich nicht angreifen. Nee. Wir machen eine Pause. Wir könnten die schon längst vernichtet haben. Dreck. So, jetzt machen wir das auch. Oh, 34. 23 bis 34. Das hört sich gut an. Zweimal. Das waren 55 Leute. Hammer. Nochmal 14. Und nochmal 25. Boah, wir sind gut. Wir sind richtig gut. Top, die Watte quillt. Das war ein relativ einfacher Kampf. Und dafür kriegen wir gleich eine Festung, wenn wir sie denn erobern. Es sind noch einige Leute drin. Unter anderem 60 Wächter, nochmal 20 und 30 Armbrustschützen. Das ist aber einfach.